in Lichtenberg gibt, in Marzahn, in Reinickendorf, ne? In Spandau, in Marienfelde, ja? Und auch in Kreuzberg und auch in Mitte und so weiter. Aber insgesamt, sagen wir mal so, vielleicht könnt ihr mich auch vorab schon mal korrigieren, gehen wir so von ca. 100.000 Personen aus, Frau Sinski, vielleicht sogar mehr. Ein bisschen mehr sogar, ne? Genau, und das ist nicht wenig. Dass wir selbstverständlich mit den Menschen, die hierher kommen, mitfühlen und alles Mögliche dafür tun, dass niemand gegeneinander ausgespielt wird oder ähnliches, sondern dass wir unsere Erfahrung der Integration und das, was wir können, einfach auch leisten. Sie haben heute hier am Tisch Sozialpädagogen sitzen, die aktiv in den Migrationsberatungsstellen arbeiten. Sie haben Unternehmer hier am Tisch sitzen, Lehrer sitzen, Erzieher sitzen, alle. Und das ist auch wichtig, einfach auch bei diesen Überlegungen, wie man die deutschen Auslandsländer einbindet, zu überlegen. Das sind die Menschen, die mit ihrer interkulturellen Kompetenz und ihrer Erfahrung jetzt helfen können und wollen auch einfach. Okay. Ja, das ist nochmal, das wollte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Weil ich das wichtig finde, was Sie gesagt haben. Also alles wichtig, aber das, dieses Thema Zugehörigkeit. Und das kam ja auch in einigen Wortbeiträgen hier rüber. Und vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, dass ich ganz am Anfang auch sehr bewusst von Landsleuten gesprochen habe. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, diese Community hier, da geht es nicht um Integration und Migration mit Verlaub. Deswegen ist es da auch total falsch angesiedelt. So, hier geht es nicht um Integrationsmaßnahmen. So, man muss Deutsche nicht integrieren. Sondern hier geht es um kulturelle Vielfalt. Hier geht es um Pflege von Traditionen, die unsere Gesellschaft auch bereichern. Weil es nochmal unsere Kultur ja auch ist. Unsere gemeinsame Kultur, unsere gemeinsame Geschichte. Und deswegen will ich nicht, dass dieses Thema der Deutschen aus Russland, der später Siedler und Vertriebenen, beim Thema Migrationsbeauftragte landet. Da gehört es nicht hin. Und deswegen müssen wir das davon trennen. Und bei der Sprache müssen wir genau aufpassen. Da haben Sie natürlich völlig recht. Ich sage auch manchmal, das wird mir jetzt wahrscheinlich nie wieder passieren, weil ich das sehr beeindruckend fand. Ich werde nie wieder von Russlanddeutschen sprechen, sondern von Deutsch aus Russland. Und das hat der Walter Glaubs mir auch schon ein paar Mal gesagt, aber Sie werden es jetzt bewirken, dass ich es wieder sage. Ja, manchmal hilft ja Erinnerung. So, und, nein, weil genauso ist es ja. Es geht um Sprache, es geht um Signale. Und na klar, wenn so ein achtjähriges Kind dann nach Hause kommt und sagt, Mama, was bin ich denn jetzt? Dann ist das genau das Falsche. So, und da darf es gar keine Missverständnisse geben. Wir sind alle Deutsche, wir sind Landsleute und das müssen wir auch so weiter pflegen. Das mit der Ausstellung Flucht und Vertreibung gucke ich mir gerne mal an. Das finde ich, also ehrlicherweise, ja schon nahezu ein Skandal. Würde ich nämlich auch so formulieren. Das werden wir vor dem 12. Februar jetzt wahrscheinlich, ich würde die am liebsten sofort anrufen dort, aber da kümmere ich mich mal drum, weil, nochmal, das ist ja Teil unserer Geschichte. So, und das muss da natürlich gezeigt werden. Wo bin ich da? Ja, und genau wie so eine Ausstellung hier ins Haus gehört, aber gerade bei Flucht und Vertreibung muss das Thema auch Berücksichtigung finden. Da kümmere ich mich drum, sehr, sehr gern sogar. Das Thema Rente hatte ich ja schon angesprochen. Der Walter Glaubs hat vorhin ziemlich beeindruckend gesagt, wir brauchen mehr Orte der Begegnung. Und das hat ja auch Frau Ritter nochmal angesprochen, auch was Festivals angeht, aber der ein oder andere ja auch im Raum. Und ich finde ja das Konzept, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wir haben ja nicht nur das Haus der Kulturen der Welt, sondern wir haben ja auch viele Kulturzentren in der Welt. Die werden ja auch genutzt. Mein Eindruck ist nur, dass die so voll sind und so ausgelastet sind, dass man da nur schwer auch wirklich Veranstaltungen machen kann. Und ich würde mir ehrlich gesagt für Berlin wünschen, dass wir mehr solcher Zentren haben. Weil einfach der Bedarf da ist. Der Bedarf ist einfach da. So, es gibt ja auch Mittel des Bundes, zum Beispiel für Mehrgenerationenhäuser, wo man ja auch solche Veranstaltungen, Orte der Begegnung schaffen kann. Weil gerade in so einer großen Metropole wie Berlin, gerade in Bereichen, wo du vielleicht, ich denke mal jetzt an Marzahn, viele Hochhäuser auch hast, aber auch in Spandau, bei Gangener Feld kennen wir das ja auch, wo du so ein bisschen in einer Anonymität lebst, wo die Menschen gar nicht mehr zusammenkommen, sich nicht mehr kennen, wo keiner mehr auf den Nachbarn auch so richtig achtet. Ne? Das ist ja so in Großstädten immer ein Problem.
So, dass wir hier Orte für Treffen, für Begegnungen schaffen. So, da könnte ich mir viel mehr solcher Kulturzentren vorstellen, dass wir genau solche Orte dann am Ende des Tages auch neu schaffen. Gerade auch für dann auch Vereine, die sich genau um diese Zielgruppe kümmern. Mal ein ganz wichtiger Punkt, was die politische Teilhabe angeht. Wir können Ihnen, glaube ich, versprechen, alle gemeinsam, dass Sie darauf zählen können, dass sowohl die OMV, Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung, als auch die Fraktion, als auch dann, wenn jetzt nach dem 12. die Verhältnisse sich im Senat ändern, auch der Senat und unsere Organisationen alles Bestmögliche dafür tun werden, dass wir diese Teilhabe sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene als auch auf der politischen Ebene nach vorne bringen und besonders auch die kulturelle Ebene, die wir so sehr brauchen. Und jetzt haben Sie gerade Danke gesagt und ich möchte mich mal bei Ihnen bedanken. Weil ich habe ja, weiß ja, dass hier ganz viele Leute sind, die sich engagieren in Vereinen, in Tanzschulen, in vielen, vielen mehr. Und das sind ja alles keine Selbstverständlichkeiten, Beratungsangebote zu machen und vieles, vieles mehr. Und dass Sie diese Arbeit für viele, viele Menschen machen, da will ich Ihnen einfach mal Danke sagen. Aber wirkliche Hilfe, wirkliche Unterstützung darf nicht nur Applaus und Danke sein, sondern Planungssicherheit. Unterstützung bei den Beratern, finanzielle Unterstützung und die ganze Arbeit besser zu vernetzen und sich gegeneinander zuzuhören und das eine oder andere aufnehmen und dann auch in die Politik, in der Politik umzusetzen. So will ich Politik machen, mit Ihnen gemeinsam. Deswegen heute danke mit der Zusage, dass wir aber dafür sorgen werden, dass Sie Ihre Angebote in Zukunft noch besser durchführen, noch mehr Unterstützung bekommen von der Politik, von einem Beauftragten, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Danke für Ihre Arbeit, danke, dass Sie hier waren und lassen Sie uns wirklich gerne im Austausch bleiben. Danke. Ganz herzlichen Dank, liebe drei. Ja, eine sehr schöne und sehr interessante Veranstaltung heute in Berlin, im Abgeordnetenhaus. Wie fanden Sie diese Veranstaltung? Die Veranstaltung war toll. Es hat einen ganz großen Anklang gefunden, wir hatten viele Teilnehmer und es ist eines ganz deutlich geworden. Wir müssen endlich auch begreifen, dass die Deutschen aus Russland Teil unserer Gesellschaft, unserer Nachbarn, unserer Mitmenschen, unserer Bürger sind und sie es auch verdient haben, dass wir das als solche Leistung auch anerkennen und sie endlich Gehör auf Landesebene und auf Bezirksebene finden. Es gab auch vor einigen Tagen hier wichtige Veranstaltungen zur Bildung. Heute sind auch sehr wichtige Bildungsthemen angeklungen. Was wurde auch hier vor einigen Tagen über Bildung besprochen? Das Thema Bildung ist in Berlin essentiell. Wir haben 27 Jahre SPD-geführte Bildungsverwaltung. Wir haben eklatante Zustände und ganz große Mängel im Schulplatzbau, in der Lehrerversorgung und in der Digitalisierung. Aber heute ist auch ganz deutlich geworden, dass wir im Bereich Bildung gerade bei den Deutschen aus Russland unbedingt noch Nachsteuerungsbedarf haben. Wir müssen ein Bewusstsein für die Geschichte schaffen der Deutschen aus Russland. Und das muss auch endlich Aufgabe der Bildung in Berlin werden. Ja, in Marzahn machen Sie schon sehr viel, seit einigen Jahren, seit vielen Jahren. Da denke ich mal, könnte Sie schon viele Erfolge feiern auch, in dieser Hinsicht. In Marzahn haben wir für unsere Community, für unsere Freunde der Deutschen aus Russland und der Spätaussiedler in den letzten Jahren viele Projekte geschaffen. Wir haben Räume gefunden, Kulturprojekte unterstützt, viele Feiern gemeinsam organisiert. Da ist ein gemeinsames Stück Arbeit entstanden und man ist zusammengewachsen und jetzt wird es Zeit, das auf alle anderen 11 Bezirke und auf das Land Berlin zu übertragen.